Vorkämpfer der indischen Unabhängigkeitsbewegung war seit mehr als 20 Jahren Gandhi. Er verlangte, die Briten sollten Indien und ganz Asien verlassen. Schließlich fügte sich Großbritannien den Wünschen nach Befreiung. Als letzter Vertreter des britischen Königs sollte Lord Mountbatten den Weg des gesamten indischen Kolonialreichs in die Unabhängigkeit ebnen. Nach dem Wunsche Englands soll ein geeintes Indien seinen Platz im Kreise der Freien Nationen erhalten. Nach Ablauf der Amtsperiode von Viscount Mountbatten wird Pandit Nehru die Regierung eines unabhängigen Indiens übernehmen. Lord Mountbatten hatte einen Plan mitgebracht, der die allmähliche Machtübergabe vorsah. Doch sein Plan traf auf den heftigsten Widerstand der indischen Unabhängigkeitsbewegungen.